ich bin Torben Kessler und ich werde den Hamlet spielen. So wurde ich auf einen Schlag durch die Hand meines Bruders um Leben, Krone, Königin gebracht. In der Blüte meiner Sünden, ohne Beichte. Es geht um Rache. Ein Sohn erfährt, dass sein Vater, der der König von Dänemark war, von seinem Onkel getötet wurde und dass seine Mutter diesen Onkel geheiratet hat. Der Sohn versucht dann zu entscheiden, wie und ob er seinerseits wieder Rache üben muss, ob er die blutige Tat mit einer weiteren Bluttat vergelten muss. Die Zeit ist aus den Fugen. Schlimm, dass ich geboren wurde, um sie wieder einzurenken. Das ist eine extrem komplexe Figur mit ganz vielen Seiten und ganz vielen Eigenschaften. Und das finde ich so wichtig, dass man im Zuschauen, wie Hamlet eigentlich mit seinem Schicksal umgeht und mit den Fragen, die sein Leben ihm stellt, Lust bekommt und auch Mut, die Dinge kompliziert sein zu lassen und nicht vereinfacht oder in eine Richtung radikalisiert oder sagt, es ist schwarz oder weiß oder gut oder böse, weil das ist etwas, was diese Figur und auch das ganze Stück ganz stark in Frage stellt. Ich bin Philipp Goos und ich spiele den Claudius. Das ist der Onkel von Hamlet, der Hamlets Vater umgebracht hat und jetzt König ist. Und ich glaube, er hat insofern den Einfluss auf die Handlung, als dass er die Ursache all dessen ist. Und zwar durch den Mord an Hamlets Vater, dem ehemaligen König. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Stärke, eine Entscheidung zu treffen, danach zu handeln und die Konsequenzen auf sich zu nehmen. Die Frage ist, ist es eine gute Handlung? Beziehungsweise kann ich eben diese Kraft, eine Entscheidung zu treffen, danach zu handeln und auch die Konsequenzen zu tragen, eben auch für was Gutes benutzen? Also ich kann es ja auch umdrehen. Ich kann ja in der Fantasie auch sagen, der alte König, das war eigentlich jemand, der den Kahn wirklich vor die Wand setzt. Also wie weit ist, dann kommt das Thema Tyrannenmord, ja? Ist es denn sozusagen meine Pflicht sogar, den Tyrannen zu ermorden? Die Frage ist, über welche Leichen möchte man gehen oder kann man gehen, um etwas zu erlangen? Und darin eben auch der Antipode zu dem Hamlet, der sagt, ich zögere im Jetzt und sage dann irgendwann, es kann nicht sein, dass ich aus Angst vor diesem Übermorgen, also vor dem Tod, vor dem Ungewissen, was passiert nach dem Tod, im Jetzt nicht mehr handle. Und bei ihm ist es wie genau umgekehrt. Er hat im Jetzt gehandelt und hat Angst vor dem Übermorgen. Wenn seine Seele so verdammt und schwarz wird wie die Hölle, in die sie fährt. Dieses Schuldgefühl oder dieses Schuldbewusstsein ohne die Reue, ohne die empfundene Reue, das finde ich ist ein ganz, ganz interessanter Vorgang, den ich auch wirklich in der heutigen Zeit, auch bei mir selber, aber auch in der Politik sehe. Lieber die 4 Jahre krachen und leben lassen, egal ob ich dafür sozusagen die nähere Zukunft oder einen Teil einer Vergangenheit oder die nächsten Generationen verrate. Und das ist eine Form von Skrupellosigkeit, die ich sehr, sehr spannend finde. Und ich glaube, da ist jemand, der sich in einem System befindet und das System gar nicht bewusst, ich weiß gar nicht, ob es bewusst funktioniert, aber der sich sozusagen wie da rausbewegen will und es beobachten will und beschreiben will und den Schwachsinn und die Sinnlosigkeit des Systems zu beschreiben, gepaart mit der gleichen Intensität in Beschreibung der Schönheit der Welt und des Meisterwerk Mensch. Und dieses Misstrauen, das er erlebt, erfasst auch ganz viele um ihn her oder greift so um sich. Und man hat mich gebeten, ich finde so eine große Frage, wie gefährlich eigentlich Misstrauen ist zwischen den Menschen und wie schwer es ist zu vertrauen. Und hätte diese Liebe zwischen Ophelia und Hamlet, die in dem Stück vorkommt, vielleicht eigentlich das Potenzial und die Kraft,
alles abzuwenden, wenn die beiden dieser Liebe und der Zukunft vertrauen würden. Ich wünsche mir, dass dies ein Stück übers Menschsein ist. Und das, würde ich mal sagen, betrifft uns alle.